Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer das Wahlrecht bestimmt, bestimmt die Zusammensetzung unserer Parlamente und damit die Verteilung von Macht. Und es wäre historisch gesehen wahrscheinlich ein einmaliges Ereignis, wenn eine Parlamentsmehrheit dies in einer Form tut, die ihren eigenen Interessen zuwiderläuft. Wenn also jemand, wie hier die regierungstragenden Fraktionen aus CDU und Grünen, kurz vor einer Wahl anfängt, am Kommunalwahlrecht herumzuschrauben, dann ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Und wenn dann auch noch die SPD beipflichtet, dann sollten alle Alarmglocken läuten. Die Kommunen, das hört man ja oft, sind nämlich die Wiege unserer Demokratie. Dort in den Städten, Gemeinden und Kreisen wird Politik greifbar und nah am Bürger gemacht. Und anders als in den Parlamenten auf Landes- und Bundesebene ist es den Altparteien bisher nicht gelungen, dort lästige Wettbewerber herauszuhalten. Nicht, dass CDU, SPD, Grüne und das gehört zur Wahrheit teilweise auch FDP es nicht versucht hätten. 1994 kippte das NRW-Verfassungsgericht die 5%-Hürde und auch der neuerliche Versuch, eine 2,5%-Hürde einzuführen, scheiterte vor Gericht. Das war noch vor wenigen Jahren in der letzten Legislaturperiode. Die Absichten dahinter, das wurde ja eben auch schon angedeutet, hätten durchsichtiger nicht sein können. Man will sich lästige Kleinparteien und Wählergruppierungen vom Leib halten und die so frei werdenden Sitze lieber an die eigenen Parteifreunde verteilen. Nun sind andere Maßnahmen geplant oder zumindest im Gespräch, die in dieselbe Richtung gehen. So soll das Berechnungsverfahren für die Sitzzuteilung geändert werden oder die Mindestgrößen für Fraktionen und Gruppen steigen. So kann man sich die Wettbewerber natürlich ebenfalls vom Hals halten oder zumindest in den Parlamenten dann von wichtigen Mitwirkungsrechten abschneiden. Wir lehnen das natürlich ab, wie wir es immer abgelehnt haben, auch wenn es uns selbst als Partei inzwischen kaum noch betrifft. Kleine Parteien, junge Parteien und Wählergruppen mögen eine Last für die Interessen der Altparteien sein, sie sind aber ganz sicher keine Last für die Demokratie, im Gegenteil. Wir stimmen dem Antrag der FDP daher im Grundsatz zu, werden uns aber dazu enthalten, denn aus Ihren sehr ausführlichen Einlassungen ziehen Sie ja nur einen Schluss. Lasst uns einen Arbeitskreis bilden. Das ist zu wenig und es ist auch unnötig, denn eine Enquetekommission hat sich ja gerade erst in der letzten Legislatur mit dem Thema kommunale Partizipation befasst. Trotzdem mal ein Lob an die FDP. Je mehr Sie zur Kleinpartei werden, umso mehr scheinen Sie auch die Interessen der kleinen Parteien zu vertreten. Immerhin. Noch weniger zustimmungsfähig ist dagegen natürlich der Gesetzentwurf der Landesregierung insgesamt. Neben dem eben schon angesprochenen Thema ist ja der wesentliche andere Inhalt eine Soll-Frauenquote. Sie wird vorerst nicht verpflichtend eingeführt, denn Sie wissen natürlich, dass das nach deutschem Verfassungsrecht keinen Bestand hätte. Das haben mehrere Verfassungsgerichte inzwischen schon geurteilt. Also steht da in Zukunft, Männer und Frauen sollen gleichmäßig repräsentiert werden. Die Argumente dagegen sind hinlänglich bekannt. Neben verfassungsrechtlichen Bedenken ist sicherlich zuallererst die Entwertung der Frauen zu Botenfrauen, den man dagegen anführen muss. Schon heute stehen Frauen in einschlägigen Positionen, etwa bei Parteien, die eine Quote haben in dem Ruf, dort nicht wegen Leistung und Eignung zu sein, sondern eben um irgendeinen Geschlechterproporz zu erfüllen. Und bei manchen Frauen fällt es einem zugegebenermaßen auch nicht schwer, etwas anderes zu glauben. Absurd? Nein, ich meine niemanden hier im Haus. Absurd wird das Ganze aber, wenn wir das im Lichte anderer politischer Entwicklungen sehen. Stichwort Modell Ganserer. Meine Kollegin Beatrix von Storch erhielt im Bundestag gerade ein Ordnungsgeld, weil sie jemanden, der den Körper eines Mannes hat, aber gerne Kleider trägt, einen Mann nannte. Ja, meine Damen und Herren, was machen wir damit? Reicht es dann einfach, wenn die Kandidaten abwechselnd einen Anzug und ein Kleid tragen? Oder wie soll das funktionieren? Und derweil werden Land auf, Land ab Unisex-Toiletten eingerichtet für die anderen 172 Geschlechter, die es angeblich ja noch gibt. Wie passt das jetzt zusammen, meine Damen und Herren? Wenn Sie unser Land nicht kaputt regieren würden, meine Damen und Herren von den Grünen, man müsste Ihnen eigentlich amüsiert dabei zusehen, wie sich Ihre verschiedenen Schwachsinnsideologien gegenseitig auffressen. Aber Sie regieren halt nun mal und Sie haben Mehrheitsbeschaffer bei der CDU, die sich inzwischen offenbar auch für jeden Quatsch hergeben. Wir jedenfalls wollen Qualität in den Parlamenten, wir wollen kleine Parteien in den Kommunalparlamenten und nichts anderes, meine Damen und Herren. Und daher lehnen wir Ihren Gesetzentwurf ab. Vielen Dank.